So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Weltraumpiraten? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Was? Ich bin schon ganz aufgeregt. Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg? Eine Fliegerbombe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute eine Idee ist. Eine echte Schatzkiste. Ja. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Okay. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Da haben wir noch mal Glück gehabt, du. Ich weiß aber nicht, ob ich die Flieger... Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Wir können mit der Hake vielleicht draufhauen. Yippie! Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr! Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Nein. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Was? Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Okay. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Ist das ein Luftballon? Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und, Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Können wir nicht erst noch... Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Ich weiß nicht, was mich mehr verstört. Okay, das, okay. Also bisher waren es nur diese Erdbeertopfpflanze, die so freundlich schaut, oder die Katze aus der Hölle mit dem leeren Blick, aber
das Bild ja auch einen leeren Blick. Okay. Ein Haken. Hier ist Katzenfutter, ein Essenslift. Hier können wir rausgehen. Wir gehen einfach mal raus. Tschüss. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Okay, dann halt nicht. Quittungsspieß. Na gut, dann gucken wir uns das mal um. Hier ist ein Quittungsspieß. Gucken wir den mal an. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Gucken wir ihn doch nicht an. Hier ist ein Gemälde. Kann man da was machen? Was? Nö. Den Lumpi. Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Das sieht man, ja. Futternapf. Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Also so wie der Blick ist das eher so... Mir gehört deine Seele. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Definitiv ein Haken zu viel. Okay. Dieser Topf sieht auch eigentlich so aus wie der Heilige Gral, den die Frau Oberin da aus dem Grabe Jesus befreit hat. Moment, das geht nicht. Da war da nie drin. Es ist egal. Die hat ihn geklaut einfach. So. Oberin Ignaz. Oh, sehr schöner Name. Ignaz. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Aber ich will mit dir reden. Komm, wir reden mit dir. Ich warte. Okay, dann reden wir nicht. Die Topfpflanze. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Ah, anscheinend mag die uns wirklich. Gut, wir gehen einfach mal. Hier ist ein Essenslift. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Ja, das klingt genauso, als wenn das genauso ablaufen würde. Also, da kann ich nichts hinzufügen. Das ist eigentlich die genaue Art und Weise beschrieben, bis aufs kleinste Detail. Wir gucken uns nochmal das Katzenfutter da an. Da stand tatsächlich eine Dose mit Katzenfutter im Essenslift. Dieses Mal konnte Lilly wohl kaum etwas verkehrt machen. Okay, gut, dann gehen wir zum Lift, nehmen das Futter. Die guckt auch schon böse uns an. Wir haben das Futter und wir nehmen jetzt das Futter hier und geben es der Topfpflanze. Ich warte. Wir geben es der Katze. So. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Wie? Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Willst du mich verarschen? Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Mal ganz im Ernst, wenn das Katzenfutter nicht für die Katze war und auch nicht für die Topfpflanze. Lilly fühlte sich miserabel. Hat die das als Zweck? Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Für sich selber? Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Okay. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dr. Marcel. Da hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Mhm. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die okay. Sache hat Straight nur edge. Einen Haken. Ja. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Garrett. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Aha. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Eine meiner kleinen. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Puh, keine Ahnung. Hemden, Betten. Da ist Edna, die versteckt sich in den Schlafsaal. Hier geht's raus. Stickkissen. Moment, können wir dann nehmen? Gucken wir uns erstmal die Stickkissen an. Diese feinen
leeren Stickkissen, die trotzdem an der Wand hängen. Lilly hatte kein Talent. Oh. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Ja, das... Ja, gut. Die Arme kann halt einfach gar nichts, warum auch immer. Okay, Edna... Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Die Sakristei, Sakrileg, so eine Unverfrorenheit. Die Murmeln hier, die nehmen wir uns erstmal mit. Blub, Murmeln. Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Nein. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Puppenköpfen. Alles klar. Ich weiß nicht, was mich mehr irritiert. Dieses kleine Mädchen hier oder alles andere? Okay. Lilly würde das Rezept später lesen. Sie sollte das Essen ja nicht selber zubereiten, sondern es lediglich zu Doris bringen. Aber ich will wissen, was da drauf steht. Lies das, Mädchen. Lilly würde das Rezept später lesen. Sie sollte das Rezept später.